Am 26. September 1980 erschütterte eine Bombenexplosion das Münchner Oktoberfest. 13 Menschen sind dabei gestorben. Über 200 wurden verletzt. Schnell konnten die Behörden einen Täter ermitteln, Gundolf Köhler. Er selbst ist bei der Explosion verstorben. Doch der BR-Reporter Ulrich Chaussy hinterfragt die offizielle Stellungnahme und steckt schon bald tief in den Recherchen über das Attentat. Dass ein angeblich isolierter Einzeltäter diesen Anschlag verübt haben soll, ist für ihn unvorstellbar. Zumal der Beschuldigte Kontakte zur rechtsradikalen Wehrsportgruppe Hoffmann gehabt haben soll. Sie ist jahrelang von der bayerischen Landesregierung geduldet und verharmlost worden. Hausdurchsuchungen bei der Wehrsportgruppe Hoffmann förderten Waffen, Munition und Sprengstoff zutage. In dem Kinofilm Der blinde Fleck wurden nun Chaussys Recherchen gemeinsam mit dem Anwalt der Opfer Werner Dietrich mehr oder weniger autobiografisch dargestellt. Sie stoßen auf Zeugenaussagen, die die Einzeltätertheorie entkräften, aber von Polizei und Staatsschutz vertuscht wurden. Die Rolle der Politik wird in dem Film ebenso kritisiert wie die Verbindungen des Verfassungsschutzes zur NSU. Denn Der blinde Fleck endet inhaltlich im Jahr 2011 bei Beate Zschäpe und Co. Anfang des Jahres kam Der blinde Fleck dann auf die Leinwand. Im Deggendorfer Lichtspielhaus wurde der mehrfach prämierte Film erstmalig am Mittwoch gezeigt. Das Netzwerk Buntes Deggendorf hat dies arrangiert, um vor allem Schüler für das Thema Rechtsextremismus zu sensibilisieren. Die Partei Der dritte Weg hat hier seinen Stützpunkt für ganz Ostbayern. Umso wichtiger, dass die demokratische Gesellschaft sich zusammenschließt, sich aufbaut, mobilisiert und immer wieder Anlässe da sind, in denen wir auch öffentlich zeigen, was tut sich denn eigentlich, was gibt es für Strömungen in der Bundesrepublik. Auch die Alois-Fischer-Schule in Deggendorf hat es sich zur Aufgabe gemacht, Aufmerksamkeit gegen rechts zu schaffen. Sie wurde als 141. Schule in Bayern zur Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage ernannt. Das spiegelt sich auch im Unterricht wider. Die Möglichkeiten, die jeder Lehrer in seinen Lehrplänen hat, sei es Sozialkunde, Geschichte, Deutsch oder auch in Ethik, sind mannigfaltig. Also man kann es oft einbringen. Dass sich rechtsradikale Verbindungen in Deggendorf durchaus wohlfühlen, zeigte sich bisher bei zahlreichen Demonstrationen auf dem Stadtplatz. Solange es Orte wie das Gasthaus Gruber in Deggendorf gibt, in dem Rechtsextremisten regelmäßig tagen können, wird der Kampf um ein buntes Deggendorf weiterhin erschwert. Der Kampf um Wiederaufnahme des Verfahrens zum Oktoberfestattentat war für Chaussy ebenfalls schwierig, aber nicht vergebens. Es gibt Bemühungen, auch aktuell eben aufgrund dieser neu gefundenen Hinweise, eben mit diesem möglichen Flugblatt, dass eben der Fall neu aufgerollt werden kann. Der Politthriller Der blinde Fleck hat nicht nur dazu beigetragen, die Gefahr von Rechtsextremismus wieder zu thematisieren, sondern auch das Verfahren erneut ins Rollen zu bringen. Zweimal ist das bisher geschehen, ohne Ergebnis.